Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist die Sa aus Dessau mal wieder für euch. Und da hinten ist die Lisa. Und wir fahren jetzt auf die Buchmesse. Also jetzt noch nicht ganz. Wir treffen noch ein paar Leute. Und mit denen fahren wir dann auf die Buchmesse. Und ich bin schon komplett als Cosplay unterwegs. Ich freue mich auch mega. Und ich lasse euch natürlich dabei teilhaben an der tollen Buchmesse in Leipzig. Alles klar, viel Spaß. Wir sind da! Ja. Und ich fühle mich voll viel ernst, als ich nicht kostümiert bin wie die anderen. Naja. Es hat nicht in den Koffer gepasst. Es hat nicht in den Koffer gepasst. Nächstes Jahr machen wir das auf jeden Fall, oder Elisa? Ja, da werde ich einfach, wenn ich irgendwie Filmmaterial für meine Pakete nach Hause brauche, werde ich einfach da schon mal mein Kostüm reinstopfen, damit das dann nach und nach alles ankommt. Als Cosplayer die ganze Cosplay-Gemeinschaft, die schön vielen Kostüme und Cosplays zu sehen, dass es diese große Manga-Comic-Halle gibt, sage ich jetzt einfach mal, die vielen Aussteller, die vielen Möglichkeiten und dass man trotzdem noch die Möglichkeit hat, auch in die anderen Messehallen reinzugehen und da auch nochmal zu gucken.
dazu. Hallo, liebe YouTube-Gemeinde, jetzt sind wir endlich zu Hause. Mich gibt es jetzt mal ganz in natura fast. Also das ist vielleicht noch ein bisschen Restschminke. Und ansonsten bin ich schon voll im Couch-Modus. Muss ich aber dazu sagen, dass der gleich aufhört, denn ich sitze mittlerweile schon vor dem Laptop und werde das Video in Windeseile für euch zur Verfügung stellen. Ihr habt das jetzt alles schon gesehen und ich werde es jetzt schneiden. Also ich habe Leseproben abgestaubt, die beiden, ein Pummelkatalog, da freue ich mich schon sehr drauf, da freue ich mich wirklich sehr drauf, den durchstöbern zu können und dann mal zu schauen, vielleicht ist auch was für mich dabei, und noch ein Katalog, wo man sich Fantasy-Bücher bestellen und eine Wundertüte. Gekauft habe ich mir, oder wurde mir gekauft, eine kleine Wundertüte von Dr. Who. Und da hatte ich einmal Sticker von Dr. Who drin, von den Daleks, und einen Schlüsselanhänger von den Cybermen. Nächstes Mal wird es ein Freitag oder ein Sonntag, wenn wir hingehen. Nicht wieder ein Samstag. Aber am Samstag sind halt auch die meisten Cosplays da. Ich fand es sehr schön, einige zu sehen. Auch aus der Harry Potter Gruppe aus Facebook einfach zu sehen. Ich habe versucht, jeden Hufflepuff abzuklatschen, weil ich selber ein Hufflepuff bin. Ich hoffe, das habe ich auch geschafft. Ich werde gleich in die Gruppe nochmal fragen, ob ich wirklich jeden erwischt habe. Ja, es war sehr schön, als Cosplay da zu sein, obwohl mich ziemlich viele für Sansa Stark hielten. Aber was will man machen? Wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr mehr Vlogs von mir sehen wollt, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar mit dem Hashtag Vlog. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt und mich jede Woche neu entdecken wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!